Heute habe ich eine etwas längere Tour gemacht durch Mitteldeutschland. Bin von Kerpen an Köln vorbei, an Siegen vorbei, Richtung Gießen. Bin dort in Mittelkalbach bei der Superbikerbox vorbeigefahren, beim Stefan Druschel. Das zeige ich euch mal gleich. Und von dort aus über Saalfeld, unter Wellenborn, habe ich noch meinen Cousin besucht. Und jetzt bin ich hier im schönen Thüringen bei meinem alten Kumpel. Und was da alles war, das zeige ich euch jetzt. Heute bin ich in Mittelkalbach und zwar bin ich jetzt hier bei der Superbikerbox beim Stefan Druschel. Der baut alte Bikes zu Scramblern um und Sachen müsst ihr euch mal auf YouTube angucken. Superbikerbox und das will ich mir heute mal angucken. Ja, Numberto ist hier, ne? Wir zwei, wir tun hier gerade philosophieren über lauter Quatsch. Stefan Druschel, Superbikerbox, blende ich gleich mal ein, müsst ihr euch unbedingt mal angucken, hier werden Supermopeds gebaut und das sieht immer gut aus. Ja, ich bin jetzt wirklich hier beim Stefan in Mittelkalbach, unglaublich, dass ich hier mal vorbeikomme, aber ganz toll. Und ist ein super Typ, ne? Ja, du auch, ne? Auf jeden Fall. Und ich habe dir heute schon Tipps gegeben, wo du nochmal hinfahren kannst. Auf jeden Fall, da muss ich heute gleich nochmal vorbei, da ich so und so Richtung Thüringen fahre. In, wie hieß der Ort nochmal? Leutenberg. Genau. Und die Zurmelsblick. Zurmelsblick, das ist so eine Sackgasse, das ist ein bisschen schwierig, aber ab der Navi. Könnt ihr eingeben. Aha. Ist eine coole Kneipe. Super. Ja, jetzt zeige ich euch nochmal kurz hier die Werkstatt. Die ist im Video sieht das immer größer aus beim Stefan, aber die ist fein. Ja. Nochmal einen Rundblick. Hier hinten ist sogar jemand am Arbeiten. Sehr hervorragend. Der Robert sei schon. Er ist normal ein Produktschlosser, er tut an was arbeiten. Ja, mit so filigranen Zeug habe ich eigentlich nichts am Hut. Boldor ist ja euer. Macht das sehr oft, ne? Ja. Und der, wo jetzt die Nebel hier steht, guck mal, hat er das Ding? Das hier? Ne, hier, bei mir. Das ist der Franz, das ist unser Hausmeister. Ach, okay. Ihr habt sogar einen Hausmeister? Ja, logisch. Das ist ja unglaublich. Der für die schwierige Fälle. Der achtet auch immer drauf, dass wir frische Handtücher haben und so Sachen, weißt du? Das ist wichtig. Den haben wir auch zwei Motoren umgebaut, der hat da mitgearbeitet. Sehr cool. Was ist das hier? Ich dürfte nicht dabei. Was ist das Dickeres hier? Ja, das ist ein Triumph Legend. Oh. Die ist jetzt in den nächsten Wochen rückwirkend, da rege ich gerade unendlich auf mit dem Vergaser. Ja, das gucke ich mir an. Ja. Ja, super. Live in Mittelkalbach. Toll. Super, dass ich mal da sein darf.
bin jetzt hier in der Bikerherberge Sormitzblick. Schön in Thüringen. Ihr könnt doch mal so ein bisschen näher gucken. Wie es hier so aussieht. Stand doch in Artikel in der Section Zeitung. Und drunter stand www. Da gab es schon 14.000 Unterschriften. Und dann habe ich meine Ungeleistung. Ja, ist schon ein bisschen veraltet hier. Auch mal von außen. Da ist der Blick auf die Sormitz. Hier oben sind die Gästezimmer drin. Genug Platz.